Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Heute mit einem Broly-Spezial sozusagen. Er hat die Kampfkraft over 9000 und ist Level 2000. Ich habe ihn schon komplett Soul geboostet. Und seht euch diese Bestie an, Leute. Alter, das ist halt schon geil. Das ist halt echt sexy, ne? Und auf jeden Fall, ja, den sehen wir uns heute an. Und auch ein Team dazu, was ich spielen kann, auch ohne Super Saiyajin Bardock, was ich nur empfehlen kann. Und auch ein Team mit Super Saiyajin Bardock natürlich. Und dann geht's ab in PvP ein bisschen, ne? Ein bisschen rumkämpfen. Ich habe mit ihm ehrlich gesagt noch kein PvP gespielt. Also wie schlägt sich ein Noob im PvP mit dem neuen Broly? Ich bin gespannt. Gestern gab es ja kein Dragon Ball Legends Video. Gestern gab es ein Dokkan Battle Opening zur Feier des neuen Jahres in Dokkan Battle. Und gestern gab es ein Retro angezockt, ein Nostalgie angezockt. Mega geil. Schaut da gerne rein. Warum sage ich das? Weil die Abo-Box meistens rumspinnt und die Benachrichtigung, die Glocke nicht richtig funktioniert. YouTube ist ein bisschen im Arsch, deswegen muss ich euch leider sagen. Leute, los geht's mit Broly. So Leute, erstmal nun mein neues Super Saiyajin Team. Ich habe natürlich Broly drin, ne? Komplett Soul geboostet. Er ist enorm, ne? Er ist einfach enorm, man. Guckt euch an, ne? 80.000 Fernangriff, er ist ein Fernangriffstyp. Und nach der Verwandlung einfach mal 87.000, ne? Das ist eine Hausnummer, Leute. Das ist eine fucking Hausnummer. Vor allem, er wird hart gebufft von meinem Super Saiyajin Vegeta. Den hatte ich, ehrlich gesagt, komplett außer Acht gelassen. Ist meiner Meinung nach aber ein Must-Have in einem Super Saiyan Broly-Team, ne? Weil, warum, ne? Warum? Erstens einmal, er bufft den Fernangriff von Super Saiyan, also von Broly, und den Crit-Schaden, ne? Um 24%, das ist nicht wenig, ne? Vor allem den Crit-Schaden, Leute. Diesen Vegeta habe ich ganz außer Acht gelassen. Den habe ich jetzt auch komplett auf Level 2000 und komplett Soul geboostet. 81.000 Fernangriff ist eine Ansage, ne? Und vor allem sein Fernangriff steigt, ja, je länger er im Kampf ist, ne? Um bis zu 70%. Also 81.000 plus 70% leckt mich am Arsch, ne? Plus sein eigener Boost an sich selbst, ne? Also wenn er im Kampf ist, so 15 Zeiteinheiten, also die Zeit, die links oben abläuft, wenn er diese 15 Zeiteinheiten im Kampf ist, ist er mindestens doppelt so stark. Doppelter Fernangriff, ne? Wir reden hier also von 160.000 Fernangriff. Diesen sollte man nicht unterschätzen, aber das Problem ist, er wird easy von roten Helden aus gelöscht. Und da haben wir ja zum Beispiel jetzt hier unseren Super Gogeta, der nun auch komplett Soul geboostet, Level 2000 ist, nur mit 2 Sternen leider. Trotzdem, 81.000 Attack kann man machen, auf jeden Fall. Und noch mit dabei ist mein Kaioken Goku. Diesen Helden hier, ne, würde ich sofort austauschen, wenn ich Super Saiyajin Bardock hätte. Habe ich aber nicht. Und deswegen habe ich ihn mit reingenommen. Er ist leider kein Super Saiyajin. Profitiert also nicht von diesen ganzen Buffs. Aber er gibt sich selber einen sehr, sehr guten Buff, ne? Darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Einen grünen Helden habe ich hier keinen im Team. Könnte man natürlich Vegeta oder so reinnehmen. Aber ich werde mit diesem Team eh nur 4 Helden spielen. Also wir spielen auf jeden Fall mit Broly, mit Gogeta, mit Kaioken, Goku und mit Super Saiyajin Vegeta. Diesen Helden hier habe ich nur mit dabei wegen seiner Z-Fähigkeit. Er erhöht mich den Schlagschaden von Saiyajins. Finde ich immer ganz geil. Vor allem für Gogeta und Kaioken Goku, ne? Und vor allem für Kaioken Goku. Denn der profitiert ja nicht von dem Buff eben von Super Saiyajin Vegeta. Und mit dabei diesmal Raditz. Raditz ist in verdammt vielen Saiyajin und Super Saiyajin Teams. Denn er erhöht das maximale Leben. So wie meiner hier zum Beispiel um 17%. Geht noch höher und zwar auf 18%. Also nicht viel mehr. Es wäre also wirklich an der Zeit, dass man eine neue Saiyajin Sparking Karte kommt, die das Leben bufft. Ne? Das ist hier Raditz. Ist einer der ersten Helden in Dragon Ball Legends. Den gibt es seit Ewigkeiten und er ist noch immer die beste Wahl, wenn es darum geht, das Leben von Saiyajins zu buffen. Ne? Es gibt natürlich auch noch Charlotte, aber der hat viel weniger. Guck mal kurz rein bei Charlotte. Zack, zack. Wir können nachgucken. Hier 13%. Auf 5 Sterne sind es dann 15%. Und so weiter und so weiter. Auf 7 Sterne geht er ja noch nicht.
Vielleicht ist er dann endlich mal eine Alternative zu Raditz. Aber mal gucken. 7 Sterne, Charlotte, wird auf jeden Fall noch lange dauern. 5 Kraft Details drückt man Team. Man sieht auf jeden Fall mal, Broly bufft sich selber um 21%. Dann bekommt er das vom Vegeta halt oben drauf, wie gesagt. Sehen schon, 45% mehr Fernattacke, ne? 45%, Leute, ist schon mal geil, ne? Dann eben von Son Goku mehr Schlagangriff und mehr Leben. Und 45%, ne? Von, nach der Verwandlung, 87.000 plus 45%, also knapp plus die Hälfte drauf, sind wir bei über 120.000 Attack. Leckt mich am Arsch, ne? Ist auch geil, ne? Ist auch geil. Klingt zwar auf jeden Fall viel weniger als bei Vegeta, aber trotzdem, ne? Mega krass. Unser Goku, also ja, dann mal das, dann bei Gogeta, der bekommt auch den Buff von Super Saiyan Broly. Mega geil. Gogeta bufft leider nur sich selbst, so wie unser Kaioken Goku. Und zwar eben um fusionierte Kämpfer haben mehr Schlagschaden. Er bekommt auch von Super Vegeta eben diesen Crit-Schaden erhöht. Und das ist schon spürbar. Plus natürlich den Strike Attack und das Leben von Raditz. Und beim Kaioken Goku, der bufft sich halt selber extrem, ne? 30% bufft er sich selber Schlagangriff und Verteidigung. Das ist enorm, ne? Plus noch das von Son Goku in Rot, Super Saiyajin, dazu drauf, ne? Sind schon wieder über 50%, ne? Und wenn wir jetzt nochmal angucken, nach der Verwandlung hat er 94.000 Schlagangriff plus 50%. What the fuck, ne? Ist schon wieder enorm. Enormer Damage. Also ihr seht auf jeden Fall, dieses Team teilt so viel Damage aus. Aber wie gesagt, ich würde zum Beispiel sofort Kaioken Goku rauswerfen, hätte ich Super Saiyajin Bardock. Habe ich aber leider noch nicht. Warum Super Saiyajin Bardock besser ist? Erstmal ist er ein Super Saiyajin. Logisch. Bekommt also auch den Buff von meinem gelben Vegeta. Und was man dazu sagen muss, Goldener Saiyajin, wenn er zurückkehrt in den Bereitschaftsmodus, also ihn auswechselt für eben zum Beispiel Broly, dann hat Broly mehr Damage, mehr Crit-Chance und mehr Crit-Schaden. In Kombination mit Super Saiyajin Vegeta sind das 100%, also knapp 100% mehr Crit-Schaden. Das ist einfach nur, Alter. Alter, ne? Aber auch bei Gogeta, ne? Das ist einfach nur, wow. Wow. Also Bardock hätte ich noch sehr gerne, würde super ins Team reinpassen. Dann würde ich, wie gesagt, sofort Kaioken Goku rauswerfen. Aber ich finde ihn so erstmal eine sehr gute Alternative. Ich denke auch, es ist zurzeit sehr gut spielbar ohne grüne Helden. Kann man auf jeden Fall klarkommen damit. Sollte es nicht das Problem sein, gegen blaue Kämpfer nutze ich dann einfach meine blauen Kämpfer oder setze halt einfach keine roten ein. Sollte jetzt auf jeden Fall kein Problem sein, meiner Meinung nach. Ausrüstungen auf Broly finde ich erstmal mega geil. Natürlich unser typisches Item, was man beim Nappa-Event farmen kann. Macht es auf jeden Fall. Dazu noch finde ich ganz geil eigentlich das wütende Super Saiyajin. Denn nicht nur, dass ihr mehr Schlagangriff habt, was jetzt nicht bei Broly wichtig ist, weiß ich, aber ihr habt auch mehr Schlagverteidigung und mehr Ki-Regeneration. Finde ich ganz geil, kann man aber austauschen, ne? Das kann man auf jeden Fall austauschen, zum Beispiel gegen das hier. Damit ihr mehr Fernangriff habt, mehr Lebensenergie, muss man austesten, was besser ist, ne? Es kann sein, dass diese Ausrüstung auf jeden Fall viel besser ist. Ich finde auch die andere nicht schlecht, ne? Das muss man testen. Das muss man auf jeden Fall testen. 10% mehr Leben ist halt auch geil, ne? Und auf jeden Fall das Item Paragus, der Vater von Broly, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mehr Fernverteidigung, mehr Schlagverteidigung und mehr Schlagangriff ist auf jeden Fall sexy. Bei Gogeta seht ihr auch die nächsten, also überall ist eigentlich, hoppla, überall ist auf jeden Saiyajin ist natürlich dieses Item drauf. Ganz, ganz wichtig. Und bei blauen Helden haut immer diese Ausrüstung drauf. Denn da bekommt ihr weniger Damage von grünen Helden. Das auf jeden Fall reinhauen, Leute, auf blauen Helden. Und sonst den Rest seht ihr, bei Vegeta zum Beispiel ist das Item ziemlich sexy. Mehr Crit, Basis kritisch. Ich glaube, das ist mehr Crit-Chance, nagelt mich nicht drauf fest, könnte auch Crit-Schaden sein. Auf jeden Fall mehr Fernverteidigung und mehr Fernangriff, auch geil, ne? Das ist nochmal ein Boost. Also dieser Vegeta, ne? Wenn der mal 15 Sekunden im Spiel ist, ohne ihn auszuwechseln. Stellt euch mal vor, der hat dann quasi, hochgerechnet, so circa, wenn alles gut läuft und mit den Ausrüstungen, 200.000 Fernangriff. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, ne? Wollte ich nur noch mal erwähnen, ne? Den lassen viele außer Acht, wenn es darum geht, ein Super Saiyajin Team zu bauen. Denn das ist ein richtig geiler Boost, finde ich. Muss ich ehrlich sagen, ne? Also das Team kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Broly nicht habt, was ich vorher auch nicht hatte, habe ich das Team gespielt, das Kaioken Team.
ist auch geil. Denn was man nicht vergessen darf, dieser Goku hier ist auch sehr mächtig, Leute. Je länger der Kampf nämlich geht, wo war das? Hier genau. Je länger der Kampf geht, wie ihr seht, umso höher, umso mehr steigen die Werte, ne? Und er macht auch gegen Erneuerung mehr Schaden. Ist jetzt noch vernachlässigbar. Auf jeden Fall, je länger der Kampf geht, umso stärker wird er auch, ne? Das sind halt schon krasse Sachen, ne? Ich finde das Team jetzt ganz geil. Das werden wir jetzt mal im PvP ein bisschen ausprobieren, ne? Wie wird sich unser Super Saiyajin Broly so verhalten? Vor allem nach der Verwandlung in den, was soll man sagen, in den Berserker Super Saiyajin. Genau, in den hier mit den grünen Haaren. Das sieht so geil aus, ne? Das sieht so geil aus. Auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt nicht viel online gespielt. Ich bin nicht viel dazugekommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich muss ständig neue Helden auf Level 2000 bringen, um euch was zeigen zu können. Ich muss die Helden ständig Soul boosten. Kostet viel Zeni. Und ich muss die Seelen farmen, ne? Also ich bin gerade nur mehr am Looten leveln, Looten leveln, Looten leveln. Ich komme kaum dazu, irgendwie online zu spielen oder irgendwas, ne? Also ja, wir versuchen es jetzt mal. Bin mal ziemlich gespannt, was wir da machen, Leute. Ich bin gespannt. Wenn wir los, Leute, los geht's mit dem einen oder zwei PvP-Matches. Mal schauen, wie es so läuft, wie lange das erste dauert. Ab geht's. Okay, wir haben schon mal einen nervigen Gegner mit einer starken blauen Karte. So nehme ich auf jeden Fall blau auch mit. Dann sehen wir schon, rot ist jetzt nicht so schlimm. Lila bräuchte man nicht unbedingt, nehmen wir auch mal mit. Jetzt ist die Frage, nehmen wir Gogeta mit oder Vegeta? Das ist die große Frage. Ich denke, mit Vegeta würde er halt nicht rechnen. Aber Gogeta würde, glaube ich, insgesamt mehr Sinn machen. Ich glaube, ich spiele mal mit Gogeta. Schwer, ne? Obwohl, wenn er Super Saiyan 3... Ach, scheiß drauf, wir nehmen mal mit. Wir versuchen es mal mit Vegeta, ne? Wie lange kann er überleben? Hier ist es echt schwer zu sagen, was spielt der Gegner für Helden, ne? Wenn er alle auf Level 2000 hat, ist das ziemlich fies, ne? Mein Raditz übrigens werde ich auch aus Spaß auf Level 2000 leveln. Muss man aber nicht. Ihr könnt ihn auch auf Level 1 lassen, ne? Komplett egal, wenn er nur dafür da ist, euer Team zu boosten, ne? Das ist komplett egal. Jetzt gucken wir mal, wie viel Lebensenergie hat der Broly eigentlich? Starten wir mit ihm? Nein, wir starten mit Goku. Okay. Ist wie gesagt lange nicht mehr gespielt. Ausweichen funktioniert mal wieder super gar nicht. Ist irgendwie schon üblich geworden im PvP-Modus. 900.000 Leben, der generische Vegeta, ist halt auch eine Ansage, ne? Oh, er konnte natürlich ausweichen, mitten im Angriff, ne? Wir nicht. Aber ja, nicht rummeckern, ne? Wir versuchen jetzt einfach mal schön den Gegner eine reinzuhauen. Jetzt direkt auch eine fette Broly-Attacke auf den Kopf. Ah, gut getroffen, gut getroffen. Wechseln wieder auf unseren Kaioken. Wir wollen jetzt hier nicht zu krass Damage auf unserem Broly bekommen, obwohl es eigentlich egal ist. Denn er sowieso sich verwandeln kann, dann heilt er sich auch ein bisschen, ne? Auf jeden Fall muss ich aber aufpassen. Da ist der Gegner. Nicht vor mir, den Rising Rush hat. Treffe ich jetzt oder daneben? Ne, ich treffe. Sehr schön. Wie gesagt, Vegeta wird erst stärker, ne? Je länger er im Kampf ist, ne? Jetzt verwandeln wir uns in den Super Saiyajin Bro. Die haben über 1 Million Leben gerade. Hauen mal schön ihm eine rein. Das war ziemlich sexy. Und jetzt löschen wir mal Kaioken und Goku aus, würde ich sagen, oder? Da habe ich Bock drauf. Oh Gott! Habt ihr es gesehen? 4 gelbe Karten zur Auswahl, ne? Das kann nicht sein, dass der Gegner logischerweise auch die gelbe nimmt, ne? Das war gemein! Habt ihr es gesehen? Hey, das ist wie Cheaten, ne? Das ist wie Cheaten. Ich wechsle mal schnell auf meinen gelben Vegeta. Denn ich will Broly jetzt nicht opfern, ne? Wenn, dann will ich den gelben Vegeta opfern, nicht Broly. Aber das war jetzt echt fies, oder? 4-mal die gelbe Karte zur Auswahl. Boah, das hasse ich, ne? Das ist so typisch Rapid Luck, ne? Typisch. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht in letzter Zeit viel PvP gespielt. Ich bin nur am Leveln für euch. Looten und Leveln, Looten und Leveln, Looten und Leveln. Looten und Level, Leute. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. So mein Bällchen zu werfen. Ne? Hä? Ich hab doch nicht schwierig ausweichen. Also Magma ist das echt ein bisschen, naja. Magma funktioniert, Magma nicht. Das ist echt so eine Glückssache alles, ne?
Aber er kann immer den Helden auswechseln. Ich versuche jetzt mal anzugreifen. Ja, wenn Broly nämlich... Broly kann auf jeden Fall durch gegnerische Fernangriffe einfach durch. Und tschüss. Gott. Goku. Wir löschen ihn aus mit der Power des Brodys. Er hat überlebt mit so wenig Leben. Willst du mich verarschen? Hat er gerade mit 900 Leben überlebt? Ah, ich liebe sowas. Nein! Das heißt verkackt. Das heißt verkackt. 900 Leben überlebt, ne? 900 Leben. Das ist fies. Das ist echt fies. Das war einfach nur ein beschissener Rising Rush, Alter. Das war echt ein beschissener Rising Rush. Vegeta wird jetzt auf jeden Fall überleben, denn er kann sich ja wiederbeleben. Jetzt, bam, wiederbelebt. Wir hauen direkt weiter drauf. Müssen aufpassen, er darf auf jeden Fall unseren Broly nicht auslöschen. Aber generische Team, wie gesagt, ist mega gut, denn das generische Team spiele ich ja auch, ne? Das ist mein Kaioken-Team, was er da spielt, ne? Außer mit Beerus und so weiter, was überhaupt keinen Sinn macht, ne? Was war das gerade wieder für ein Lag? Ist okay. Fühlt sich später merkwürdig an das Ende. Aber ja, ausgelöscht. Mega sexy. Broly Super Saiyajin Power. Guckt ihn euch an. Fürchtet ihn. Aber Leute, keine Angst, ne? Es gibt auf jeden Fall Helden und Teams, die Broly easy auslöschen können. Und natürlich habe ich jetzt wieder nicht gut gespielt. Das kann, braucht ihr gar nicht in die Kommentare schreiben. Das weiß ich selber. Wie gesagt, ich spiele gerade echt nicht viel PvP. Bin für euch nur am Looten und Leveln, was ich sehr wichtig finde. Ich habe auch Bock, verschiedene Teams zu spielen. Ne? Auf jeden Fall, das Team hier, Leute, ist auf jeden Fall mega sexy. Wie gesagt, ich bin kompletter Anfänger. Das war mein erstes Mal Broly Online PvP. Ich habe trotzdem gewonnen. Gegen das Team hier, was ich spiele. Ne? Gegen Kaioken Goku, Vegeta und Super Saiyan God. Das war jetzt krass. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber trotzdem, Leute, dieser Held hier zum Beispiel ist ein Broly-Killer. Warum? A, ist er gelb. Broly nimmt viel Schaden gegen Gelb-Helden natürlich, also Violett. Und er macht 30% mehr Schaden gegen Saiyajins, Broly und Saiyajin. Diese Karte auf jeden Fall mega sexy gegen Super Saiyajin Broly. Welche Karte aber noch besser ist, ist auf jeden Fall Freezer, ne? Das haut auch krass rein, ne? Das haut auch krass rein. Leute, wenn ihr ein Video wollt, ne? Mit dem besten Team sozusagen gegen solche Super Saiyajin Broly Decks Teams, ne? Dann haut's mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Dann mache ich dazu ein Video, ne? Muss ich halt die Helden wieder Soul boosten und so weiter, dauert wieder ein bisschen. Auf jeden Fall, wenn ihr ein Team wollt gegen Super Saiyajin Broly Lila, gerne in die Kommentare schreiben und auch gerne mal dazu schreiben jetzt, Leute, was ist eure Meinung eigentlich? Was ist eure Meinung zum Broly? Ich weiß, die meisten von euch sagen auf jeden Fall, er ist viel zu stark. Wenn der Gegner ihn viel geübt hat und ihn gut kann, dann, ja, auf jeden Fall, ist er viel zu stark. Aber wenn es ein gegnerischer Anfänger ist, wenn der Gegner ein ganz normaler Spieler ist, ist er auf jeden Fall easy zu besiegen. Und wie gesagt, mit dem Anti-Broly-Team sozusagen, kann man ihn auch eigentlich relativ einfach wegklatschen. Ne? Denn er hat trotz alledem noch immer die Elementarschwäche gegen Gelb. Und das kann man auf jeden Fall hart ausnutzen. Ne? Und vor allem, wenn man seinen Rising Rush immer parat hat, extra für ihn und so weiter. Ne? Man muss ein bisschen aufpassen, achten und so oder so. Man muss jedes Team üben, 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 üben. So wie ich dieses Team noch üben, üben, üben muss. Wie gesagt, würde ich gerne halt eben Kaioken Goku austauschen gegen Super Saiyajin Bardock, da er eben viel mehr bringt. Ne? Ganz einfach. Grüne Karte, wie gesagt, verzichte ich hier im Team. Finde ich zurzeit nicht wirklich notwendig, grüne Helden zu spielen. Man kann natürlich grüne Helden spielen, eben wie diesen Vegeta hier. Aber ich finde es jetzt gerade echt nicht notwendig bei Super Saiyajins. Bei normalen Saiyajins auf jeden Fall Vegeta rein, ne? Aber bei Super Saiyajins finde ich es nicht notwendig, eine grüne Karte zu spielen. Meine Meinung. Meine Meinung. Für mich, Leute, und genau das geht's hier. Und jetzt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so zu sagen habt. Und wie gesagt, schaut gerne bei den Videos von gestern vorbei. Bla bla bla. Heute kam es sicher auch schon ein Video. Ich glaube, ein Opening kommt heute. Ein Karten-Opening, ein Sammelkarten-Opening. Wie gesagt, ich muss das sagen, weil die Abo-Box nicht funktioniert richtig. Die Glocke nicht richtig funktioniert. Und auch Leute nicht richtig benachrichtigt werden, ne? Deswegen, ich kann es jedem nur raten, schaut jeden Abend auf dem Kanal hier vorbei. Wenn kein Video von mir zu sehen ist,
dann passt was nicht, ne? Es kommt jeden Tag mindestens ein Video, eigentlich sind es immer zwei. Also ja, Leute, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen. Viel Spaß, haut rein und ciao.